Genau, dann legen wir los. Der Countdown läuft hier zum großen Preis von Großbritannien, die Liga 1 am Donnerstagabend, vorletzte Saisonrennen und wie jetzt schon ja Liga 2 und 3 die Vortage. Das ganz Besondere ist mit dem Blitzqualifying jetzt zu beginnen. Also wir haben hier sofort Action, gefolgt von einem 25% Sprint und dann das normal gewohnte 50% Hauptrennen. An meiner Seite ist der gute Lutherberg. Guten Abend dir. Wunderschönen guten Abend, Leute und liebe Community. Ja, die letzten beiden Rennen von Liga 2 und 3 haben ja schon Spannung gezeigt, dass auch viel passieren kann durch Split Qualifying und danach hast du mit dem Sprint hier eigentlich auch nochmal alles offen. Absolut. Deswegen, von Sporty gab es die Ankündigung erst erdrückt und dann geht es irgendwann los. Also. Naja, die müssen ja jetzt auch erstmal alle Setups einstellen und so. Genau. Man hat es ja gesehen, man kann im Sprint versagen und nach vorne gespült werden und wieder weit zurückfallen mit dem Dreher Ja, ich oder habe durch einen Boxenstopp hier. dem guten Pock auch geschrieben, dass er diesmal aufs Force Feedback achten soll. Nicht, dass er wieder nach 10 Metern in die Wand fährt. Wäre nicht so schön. Weil einer der beiden Liga 2 Ersatzfahrer, Justin der andere, beide mit einer Super Pace am Dienstag. Und Da kann ja. man mal gespannt sein, wo sie sich hier reinreihen. Was sehe ich denn da? Brain Hunter fährt auch mit. Tatsächlich. Der ist irgendwie auch reingemogelt. Und Beck hat die Session verlassen. Das ist schon wieder ärgerlich. Hoffentlich kommt er vielleicht noch kurz vorm Start dazu. Ja, Brain Hunter ist damit echt in jeder Liga jetzt gefahren, Silverstone. In Liga 2 war es ja sehr stark, Liga 3 wird durchwachsen. Sind wir Mal gucken, 17 was er heute Fahrer heute. macht. Genau, sind wir 17 Fahrer heute. Super Pace, also die Dienstag hatte. Über Liga 2, Liga 3 habe ich leider nicht verfolgen können, nur das Ergebnis. Überraschenderweise nicht so gut wie gedacht, aber ich weiß nicht, was genau passiert ist. Und der Counter läuft. Ein schönes Moin Moin an Justin. Setz dich mal schnell ins Auto. Ja, da können wir mal gespannt sein, wie die Blitzquali verläuft für alle. Beck ist beigetreten. Beck scheint es noch pünktlich geschafft zu haben. So, bin auf Mauro drauf. Momentan die Alpinen gut durchgekommen wie den ersten Teil, aber ja, man sieht halt Blitzqualifying. Ja, man sieht es noch Wüstes hin Oh, und her springen. Gringo ist in der Wand. Gehe ich zufällig drauf. Han Solo hat sich jetzt die Spitzenposition übernommen. Gefolgt von Heuli. Dahinter die Alpins. Da mischt jetzt Pocke sich mal rein. Ja, gehen wir mal. Ah ne, auf Pocke wollen wir nicht, sonst dreht er sich wieder weg. Ist ja hier. Es ist ein wildes Hin- und Herspringen. Nur Han Solo bleibt hier konstante vorne. Jetzt gleich kurz durch Cops Corner. Zeit kann man sich hier nicht anzeigen lassen, leider. Auch Sporty muss, da muss was passiert sein, ist jetzt letzter. Also wahrscheinlich ungültig, würde ich mal vermuten. Oder hat Schauen sich wir mal gedreht. nach. Ja, das hast du, ist komplett recht. Ungültig. Und Han Solo bleibt konstant vorne. Da Mal erinnert sich die was ganze Zeit. schnell. Ja. Jetzt kommt es heute vorne. Heuli vorbei in der drittletzten Kurve. Jetzt geht's in die letzte Schikane. Vorstart, zieh die beiden Haas auf 2 und 3 hinter dem Ferrari-Piloten. Und das sieht so aus, als wenn der Heulnitzhocker hier die. Nein! Nee, Mauro macht Mauro! in der letzten Kurve. In der letzten Kurve holt er sich die Pole. Und Jonas hatte seinen Wagen zerlegt. Ja, steht hier irgendwie. Brainhunter scheint auch irgendwas wohl gewesen zu sein. Und Gringo ist der Einzige, der noch unterwegs ist. Den S ist abgeflogen. Bisschen die Orientierung verloren. Was macht der gerade da? Ja, guten Abend, Jafro. Einen wunderschönen guten Abend. Und
Ja, damit kann jetzt Mauro sich, hat er jetzt einen wichtigen Schritt zur Meisterschaft gemacht, die er sich heute sichern kann. So wie Basti gestern. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Genau, der wichtige Schritt, da Dan heute nicht am Start ist, könnte Mauro mit ja, 24 oder 25 Punkten, die er holt, also eigentlich nur das Hauptrennen gewinnen, die Meisterschaft klar machen, den Titel 1, oder den Liga 1 Titel. Und ja, sieht das Ergebnis, ist viel passiert, Back auf 11 noch abgerutscht, Tsubasa war 4, Partner Skills auf der 5, stark von Jasper 7 auf Pocke mit Platz 9. Ordentliche Zeiten. Eine Sekunde zwischen den ersten 10. Dann. Das gibt Spannung jetzt auf jeden Fall für einen Sprint. Ja, ich vermute mal auch, dass die wahrscheinlich weiß-gelb fahren werden, viele wieder. Postwechsel. Botek hat die Session verlassen. Hörst du mich noch? Ich höre dich noch, ja. Sporty hat die Session verlassen. Oh, ich glaube, die sind alle. Die Session ist gecrashed, glaube ich. Das vermute ich auch. Ja. Die gehen alle raus gerade. Ja. Dann schließen wir uns mal an. Gut, dann war eh Lobby Neustart. War schon klar, bevor er nicht wirklich losging. Und dann warten wir auf eine neue Einladung. So schaut's aus. Also fängt schon mal gut an hier. Ja. Aber nächste Woche unbedingt zu Liga 2 entscheiden, da ist noch Spannung im WM-Kampf. Definitiv, Jafro und Gunmen, die geben sich das komplett. Die geben sich bis zum letzten Rennen um den Titel. Aufgestiegen sind sie beide schon, aber da geht natürlich noch was. Deswegen Dienstag 20:30 zur gewohnten Zeit. Mit gewohnten Qualifying und 50% drin. Richtig, und ich wollte sagen, gewohnte Kommentatoren, aber ich glaube, es steht noch nicht fest. Oder täusche ich mich? Nein, für Spielberg ist nur der Donnerstag mit mir und Pocke bisher fix, aber bis Dienstag und Mittwoch ist ja noch Zeit. Bisher ja auch nur 14 Zuschauer, also das Interesse auch an Liga 1 nicht so vorhanden. Aber sie haben, wissen nicht, dass es das bis Qualifying gibt, wo schon am Anfang viel Action herrscht. Scheint nochmal Blitzqualifying zu machen, oder? Ja, genau, einfach alles komplett resetten, weil irgendwer zu früh X gedrückt hat. Ah, okay. War, glaube ich, jetzt meine Info. Und irgendwie deswegen konnte Beck kein Setup mehr einstellen, obwohl er nochmal nachgejoint ist. Dann hoffen wir mal, dass Justin und Pocke das nochmal wiederholen können, ihre gute Leistung von gerade eben. Genau. Auch, ich glaube, Gringo, der ja abgeflogen ist, aber Brain Hunter können sich jetzt nochmal neu versuchen, nochmal neu Gas geben, zeigen, dass das eben nur ein Ausrutscher war und Justin will dieses Mal P3 anvisieren. Guten Abend, Martin. Fährst ja anscheinend heute leider nicht mit. Einen Lässt wunderschönen guten Abend. den Fahne im Alpha Tauri sitzen. Der steckt wahrscheinlich tief in Planungen. Ja.
Ja, da das Ghosting hier aus ist, also wenn die Starts so wild wären wie die letzten zwei Mal, dann kann es ordentlich knallen, da hier kein Ghostinger vorhanden ist. Es bleibt mit einem Defekt an der Schulter. Das ist natürlich dann ärgerlich, dann natürlich gute Besserung. Zu viele F123 trainiert, dann macht die Schulter dann einfach nicht mit. Überlastung. Nein, Spaß, natürlich gute Besserung. Ja, von meiner Seite auch. Ja, und hier kann eine Safety Car Phase sehr entscheidend werden, weil ja die Boxeneinfahrt mit 60 km/h sehr langsam ist und man viel Zeit verliert. Definitiv Da kommst du da mit Vollgas lang und dann auf 60 da runterbremsen oder dann eh nicht lange Boxengasse. Also. Von daher schauen wir mal, was das wird. Jetzt warten wir noch auf zwei Leute, meine ich. Hier machen wir, glaube ich, 17. Martin im Kartunfall, das geht so nicht. dann lieber virtuell spielen. Thomas ist schon ungeduldig, drückt schon X. Auf zwei warten wir noch. Mal Daniel DX, sind wir schon mal 16. Ja, und Silverstone ja eine berühmt-berüchtigte Strecke. Cops Corner, dann die Ends mit Baggetts und Chapel, glaube ich, heißen sie, auf die Hangar Straight. Eine imposante Strecke, schwierig, gerade die S's in dem 22er Teil ja. Nicht so schön zu fahren wie im 23er. Da ist natürlich die Umgewöhnung für die, die den neuen Teil schon viel gespielt haben, natürlich. Oder auch Cops oder auch. Ich glaube, Abby, die erste Kurve, die man Vollgas geben kann. Ja, und Strafen holt man sich ja auch schnell ab. Das kommt halt auch wieder dazu durch die SS. Definitiv. Es ist oder bei Und bis Cops es halt soweit raus. durchs deutliche Untersteuern von den Autos hier. Oder auch nach der Hangar Straight, da die Rechtskurve ist Stowe. Kann man auch gerne mal rüberkommen, so weit rauskommen. Also, aber die Lehr-1-Fahrer sind ja alle gut, die können das. Und. Bis wir hier Renn-Action sehen, haben wir noch ein Blitzqualifying vor uns und immer noch eine Person, die noch fehlt. Balko ist es, der irgendwie Probleme hat mit dem Join. Hatten wir ja auch schon mit Matti am vergangenen Dienstag. Dann hoffen wir, dass es jetzt funktioniert oder ob wir nochmal ein Lobby neu starten müssen. Ja, heute ist der Wurm drin, so wie es aussieht. Balko wird auch offline angezeigt bei Mikech. Also irgendwie Internetprobleme bei Balko. Mann.
Traffic so ein bisschen warten, warten und warten. Ja, jetzt mal in Chat reingeschaut. Von Justin in Osnabrück, glaube ich, die Infrastrukturmaßnahmen. Naja, aber Beck ist ja da, also Balkon muss alleine regeln. Muss man ein bisschen für Samstag, für das große RLO-Treffen. Bis zu 40 Leute aus der Community werden ja aufeinander treffen. Morgens wird Kart gegeneinander gefahren. Am Nachmittag Formel 1 geschaut und abends noch beim leckeren Burger-Buffet. Der Abend genüsslich zusammen verbracht. Deswegen nochmal ein großes Dankeschön an eigentlich auch Team Pink, Team Osnabrück für das Organisieren und alles drumherum. Ich glaube, das wird ein sehr spaßiges Treffen. Und soweit ich weiß, müsste es jetzt das dritte große RLO-Treffen sein, nachdem wir ja, ich meine, vor 2 Jahren bei Neptun in NRW waren. Waren wir letztes Jahr zu Gast bei Sporty in Kassel in der Nähe. Und jetzt in Osnabrück, also auch das dritte Bundesland hier, abgefrühstückt. Deswegen, ich glaube, das wird lustig, wird Spaß und flüssig. Und flüssig natürlich. Und da wird sich auch zeigen, wer wirklich gut ist im Kartfahren und nicht nur an der Konsole. Und ich denke mal auch, dass der King oder wer auch immer, der Instagram-Praktikant, wer auch immer da, reichlich für Unterhaltung sorgen kann, also auch ihr da draußen, die nicht dabei sein können. Ein bisschen seid ihr trotzdem Teil. Ich denke mal, da werden schöne Videos präsentiert. Ja. Manche waren ja schon mal da und haben sich vorher schon mal Osnabrück angeguckt. Und schon mal vorprobiert, was so geht. Genau, schon mal die lokalen Gegebenheiten. Angeschaut. Genauer angeschaut. Deswegen. Ja, Kalle, dein erstes Treffen. Wegen viele Unbekannte, die man treffen wird. Ein paar kennt man auch schon. Meistens auch nur die Stimme. Manche jetzt auch endlich mal in Person. Und deswegen, das wird ein sehr, ich glaube, sehr cooles Wochenende. Und ich glaube, wir werden sehr viel Spaß haben. Ja, ich schaff's leider dieses Jahr nicht, deswegen hoffe ich, dass es nächstes Jahr klappt. Um die ganzen Chaoten mal kennenzulernen. Ja, das einfach als einmalige Gelegenheit ist es ja nicht, weil gefühlt jedes Jahr jetzt sowas gemacht wird. Muss halt aber immer jemand finden, der es macht. Und deswegen nochmal ein großes Danke eben an, ich glaube, Beck und Balko vor allem, die das da organisiert haben. Und jetzt kriegt ihr die Nachricht. 2050, also in einer guten Minute, geht es hier los mit der Lobby und 2055 dann der Start vom Blitzqualifying. Also 20 Minuten Verzögerung. In Summe. Da wollte schon einer von F23 die rote Flagge testen. Ja, die gibt's beim Kartfahren dann am Samstag. Die schwingt der Pocket dann immer. Die Zuschauerzahl geht auf 7 inzwischen runter, also man sieht. Keine Renn-Action, keine Zuschauer. Ja. Was auch verständlich ist, uns beiden hier einfach nur beim Reden zuzuhören. Ja, für mich ist der Dienstag endlich mal erfreulich verlaufen. Muss man so sagen. Mit P12 war ich sehr zufrieden endlich mal wieder. Ja. Nach der solchen Saison. Die hatten ja gefühlt alle. Na, sollte jetzt gleich starten.
Oh. Tsubasa hat schon mal auf X gedrückt, obwohl er nicht Lobby-Host ist. P15 mit 38 Punkten ist Lulan. Ja, und die letzten Sekunden ticken los. Gleich geht's dann endlich in den Restart. Dann haben wir auch wieder hier endlich Renn-Action. Und dürfen uns nochmal beim Kommentieren des Blitzqualifyings versuchen. Was natürlich sehr chaotisch ist. Hoffentlich klappt diesmal alles gut. Und Baiko scheint es wohl nicht geschafft haben, das in Gang zu kriegen, dass es funktioniert. Oh, der muss dann hoffen, dass er da nach dem Sprint zum Hauptrennen dann von hinten mit teilnehmen kann, wenn es um die dicken Fische geht. Und ja, Patrick, wunderschönen guten Abend dir. Du hast nichts verpasst, als hättest du es gewusst. Wahrscheinlich hat er die Leitung von Balko da manipuliert. Von daher haben wir noch fast 3 Minuten Zeit, sofern keiner vorher auf Start drückt. Schauen wir mal, das Wetter war eben trocken im Qualifying. Und dabei bleibt es auch. Kein Regen in Sicht. Also immerhin, was das angeht, gleiche Bedingungen. Bis jetzt in keiner Liga, dass es Regen gab. Und Silverstone auch sehr komisch. Aber wir haben ja doch hier 2 Rennen vor uns, also. Vielleicht haben wir ja Glück. Ja, in drei Minuten ist dann ein neuer Versuch mit Blitzqualifying. Mal gucken, ob es da dann jetzt besser funktioniert. Auch wenn ich persönlich 5 Minuten ziemlich lange finde, nur für ein Setup zu laden. Aber naja. Also hat Balgo noch die Chance, vielleicht doch noch rechtzeitig da zu Genau. sein. So, der Countdown läuft langsam Richtung Blitzqualifying. So, und in 10 Sekunden geht's endlich wieder los. Der zweite Versuch.
Und diesmal gehen wir zu Heuli, der eben gerade die Polia quasi geholt hatte. Schauen wir, ob er diese Form bestätigen kann und zum zweiten Mal die Pole Position hier einfährt. Ein wüstes Hin- und Herspringen. Ja, auch Brain Hunter war kurz ganz weit oben, jetzt da ganz unten. Also ich schätze mal auch ungültig geworden, auch El Gringo letzter. Und Baiko ist beigetreten jetzt. Baiko ist dabei, immerhin. Müsst dann also dann im Sprint vom letzten Platz starten können. Ich glaube, das sollte das Spiel schaffen. So, Heuli also weiter vorne, dann haben wir wieder die beiden Haas dahinter, wie eben auch schon. Sporty jetzt auf 4 gesprungen. Und hinten haben wir El Gringo ungültig. Brain hat das noch nicht ungültig, aber der ist ein bisschen dahinter. Heuli kommt Kopf ganz weit raus. Ist ungültig. Heuli ist ungültig. Und somit übernimmt Han Solo die Führung. Gefolgt von Mauro und Jonas. Jetzt ist Mauro erstmal virtuell wieder vorbei. Also, eben gerade hatten wir zwischen Mauro und Heuli einen Zehntel Unterschied. Sehen wir mal, wie viel jetzt gleich der Unterschied sein wird. Jonas auf 2 aktuell. Auch Pock auf 12 zurückgefallen, war eben gerade noch Pock besser aus. 10, 12. Brainhand auf 8. Jonas setzt sich zwischen die beiden Haas-Piloten und Mauro gewinnt und mit fast einer halben Sekunde Vorsprung. Ganz souverän die Pole Position. Also eindrucksvoller Start. Und damit haben wir jetzt wieder 3,5 Zehntel. Hat Mauro Freude und Vorsprung. Han Solo auf der 3, Tsubasa auf der 4, Bottega 5, Pandaskill 6, Biko 7, Berg 8. Brain hat am starken 9. Platz. Na, bei Pocke muss irgendwas schiefgelaufen Pocke sein, muss weil ein gerade eben war er schneller. 14 Uhr, Jassava 10, Daniel X 11, Mikech 12, Sporty 13. Und für Heuli und Gringo gab es keine gültige Runde. Also statt 1 ist jetzt Heuli 15. Also bitter für ihn, dass es diesen Restart hier gab. Das Feld verspricht auf jeden Fall Spannung schon mal im Sprint. Definitiv. Also von der ersten Pace könnte man sagen, Mauro ist jetzt schon Weltmeister, so wie der gerade abgezogen ist. Aber 13 Runden Sprint können lange gehen. Und viel Passion. Oh, Balko ist zwar drin, schreibt aber, dass er kein Setup wählen kann. Es ist komplett trocken, blauer Himmel hier auf dem alten Flugfeld. Und jetzt geht es ja erst um die Startaufstellung fürs Rennen dann. Genau, und schon mal die ersten 15 Punkte, die man hier einsacken kann, wenn du das Rennen gewinnst. Also. Und damit würde Mauro einen Riesenschritt Richtung Titel machen. Uhr, also auch in wenigen Sekunden geht dann der Sprint los, die 25% Renndistanz von Silverstone. Bisher von den beiden bisherigen Renntagen, das Feedback hier für dieses neue, ja, ausgeloste, sage ich mal, oder abgestimmte Format. Viel positiver Zuspruch dafür. Mal was Neues, mal mit dem Blitzqualifying, mal ein bisschen Frische reinbringen hier gegen Ende der Saison. Deswegen kann man ja auch mal die Admins auch mal loben. Auch wenn, eigentlich muss man die Community loben, weil die sich ja dafür ausgegeben hat oder gesagt hat, das wollen wir fahren. Der Counter läuft. Sind das in noch 20 20 Sekunden? Sekunden ist es soweit.
Fünf Fahrer versuchen es auf Gelb, der Rest ist auf Rot. Also Balco fährt zumindest im Red Bull. Balco sitzt in einem Red Bull. Durch das Nachschauen konnte er das Auto nicht mehr auswählen, da wurde ihm der Red Bull zugeteilt. Aber ich glaube, das ist trotzdem verkraftbar. Und ja, vorne Jonas auf dem gelben Puschen und Mauro dreht sich weg, macht seine Reifen richtig schön warm. Bleibt aber ganz vorne. Also Jonas da auf gelb. Red Bull einen neuen Fahrer schnell verpflichtet. Weiß ich schon nicht, Auto und Setup konnte er beides nicht auswählen. Gehe ich mal stark von aus. Deswegen von ganz hinten. Pech für ihn leider, aber zum Glück ist es ja nur das kurze Format hier. Und vielleicht ist ja auch das Wunder-Setup. Von hinten auf 1, das wäre jetzt richtig interessant. Dann wird er im Rennen dasselbe Setup nochmal nehmen. Wie Mauro fährt eine sehr interessante Linie hier auf das Gras. Also. Jonas, Vico, Sporty, Pocke und Balco auf Gelb. Die anderen alle auf Rot. Mal gucken, für wen sich's auszählt. Ja, deswegen die Rotstarter kann man so 5, 6. Runde erwarten. Und Mauro fährt ganz merkwürdig. Also. Da alles heile ist, werden wir gleich sehen. Balco kämpft noch ein bisschen mit seinem Wagen. Liegt ja auch einfach ein ungewohntes Auto. Also wenn er damit erfolgreich ist zum Hauptrennen, kann er dann durch die neue Lobby auch ein anderes, einen gewohnten pinken Flitzer auswählen. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf den Start des Sprintrennens. Schöne Kamera von hinten und die Lichter sind an und Durchfahrtsstrafe hinten und für Heuli und Gringo. Jonas kommt ordentlich weg, auch Mauro starker Start, auf trotz den gelben Reifen. Han Solo setzt sich fast im Jonas, kommt, setzt sich außer an Jonas vorbei und übernimmt die zweite Position. Hinten und Heuli, ja, sechster Platz, hat dann viel Position gewonnen durch den Frühstart. Aber gut, hat er auch die Durchfahrtsstrafe. Ich bin gleich wieder da. Hinten hat sich Mick, also alles soweit gut. Alle gut durchgekommen. Pocke. Und Brainhunter und El Gringo. Brainhunter ist kaputt. El Gringo ist auch kollidiert. Also das erste Auto, das rausgeflogen ist. Pocke ganz hinten abgeschlagen. Der Flügel ist aber noch heile. Hier schauen wir nach vorne. Da kann sich Mauro gut absetzen. Und Han Solo. Jonas kann die Pace nicht mitgehen. Heuli inzwischen auch 5 vorgefahren. Also beim Frühstück wahrscheinlich ausgenutzt, einfach weitergefahren. Kein Safety Card trotz des Brainhunter Unfalls. Und Tsubasa hängt am Heck von Heuli. Tsubasa dreht sich aber weg im Heck im Windschatten. Zu früh auf dem Gas gewesen. Und verliert den Karren. Verliert da wertvolle Position. Die auf dem 15. Platz zurückgefallen. Also einiges passiert hier in der Anfangsphase. Und Balco ist schon auf 3 vorgekommen. Ja, sorry, auf 13 vorgekommen. Ja, auch viel profitiert eben von Drehern. Aber Mauro fast eine Sekunde raus aus dem DRS-Fenster, ist der Weg nicht mehr weit. Und dann heute tut die Zeit, die Durchfahrtsstrafe auf jeden Fall richtig weh. Er hat aber das quasi das Beste draus gemacht, wahrscheinlich gar nicht abgehauen, sondern gemerkt, in der Folge durchgefahren. Deswegen auch auf Platz 4 vorgefahren, aber das wird ihm nichts bringen. Wird die Strafe jetzt wahrscheinlich so weit es geht hinauszögern. Gerade hier in Silverstone Durchfahrtsstrafe, bei der elendig langen Boxengasse. Also das Rennen ist vorbei für Heuli. Nur ein Safety kann ihn retten. So. Und setzt geht zum Überholmanöver an mit den roten Reifen. Die sind aber noch besser. Der gelbe Reifen von Jonas noch nicht so drauf. Balco an Sporty vorbei hinten. Und Pocke klebt da am Ferrari dran.
Ja, die Abstände sind auch ziemlich eng bis auf eigentlich Mauro und Han Solo. Ja, Mauro fährt das Ding komplett souverän bisher von vorne weg. Also wie du schon sagtest, eben gerade einen gewaltigen Schritt, den er Richtung Meisterschaft machen könnte. Aber noch ist nicht aller Tage Abend, wir haben noch viele Runden hier zu fahren. Und Balco setzt sich an Mikkelich vorbei, also das hätte er vielleicht dann doch ganz gut. Wer weiß. Und Beck ist dicht an Vico dran, aber Vico auch dicht an Tanner. Ja, und jetzt haben wir auch DRS. Hinten. Und Gelb. Gelb Gringo. Da. Gringo hat sich wohl gedreht, stand auf Start und Ziel. Ja, wahrscheinlich beim Exit. Irgendwie quergekommen, wie auch immer. Fährt aber weiter. Durchfahrtsstrafe, dann der Dreher jetzt noch. Also, auch für den Mercedes-Piloten einen Rennen bisher zum Vergessen. Der Sporty hängt auch noch ziemlich fest, aber hat auch die gelben Reifen ja noch drauf. Porke mit 3 Sekunden, jetzt Oh. schon. Ach, da ist der Druck einfach zu hoch hier für Liga 1 anscheinend. Apropos Druck in Liga 1, Justin wird von Balco attackiert. Oder ist zumindest nah dran, während Vico jetzt an Marvin vorbeifährt, an Panaskis. Aber Justin ist auch dicht an Daniel dran. Und Holly Und geht jetzt in die Heuli geht Box jetzt ab, in die muss eben Box. seine Strafe absetzen. Der wird weit zurückfahren. Also. Können ja gleich mal auf den Führenden den Zeitabstand einblenden, wenn er aus der Box draus ist. Unfassbar viel Zeit, die er da verliert. Da kann bloß noch ein Safety Car retten. Ey, Gringo, 5 Sekunden in der Box. Oh. Ah, zieht jetzt auch seine Durchfahrtsstrafe an. Also jetzt. Und Balco ist direkt an Justin's Heck. Balco im ungewohnten Red Bull. Blöde Kameraperspektive, die wir geboten kriegen. Aber die Gerade ist einfach zu kurz. Und Han Solo ist schon langsam wieder im DS-Fenster dran. Von Mauro, also. Vielleicht kann er sich ja demnächst wieder ein bisschen ranschieben. Und Vico ist an Panna vorbeigegangen. Ah, die drei immer noch um Platz 5 ganz dicht hintereinander. Genau, aber Konter wird da nicht passieren. Da hinten Sporty ist nah an Mikkelich dran. Aber der Exit aus dem S ist nicht gut. Da verliert er sehr viel Zeit. Deswegen wird auch hier nichts passieren. Justin kann Daniel Dix dann nicht attackieren. Han Solo auch schon in der Box. Also. Oh, die ersten roten Fahrer gehen schon in die Box. Sehr überraschend Ja, eigentlich. nach 4 Runden doch recht früh. Gelbe Und gelb. Flagge, schauen wir gleich. Wollte er nochmal auf den Führenden. Also, Heul jetzt 26 Sekunden Rückstand auf Mauro. Was ist mit der gelben Flagge? Das Es ist schon wieder rum. können wir leider nicht aufdröseln, woran es lag. Wir wissen nur, dass Justin gerade richtig viele Leute aufhält und jetzt von Balco geschluckt wird. Da ist ja der Reifenvorteil vielleicht auch jetzt schon zu spüren nach gut 4 Runden. Und nochmal 5 Sekunden für Balbo in der Box. Ah, sorry, für Kringo. Ja, Pocke jetzt dann auch an Okay, Justin vorbei. auch Also auf Justin Justin vorbei. gerade von 6 auf 10 in ein paar Runden nur, in ein paar Kurven nur gefahren, fallen. Gelb hinten, das ist Und da ist ein Ferrari, Heuli, Holly. Heuli, Ausfahrt Luffield, dreht er sich weg. Schauen wir mal, ist es vielleicht von Han Solo ein Undercut gegen seinen Teamkollegen? Nochmal gelb. Gelb.
Und back mit 5 Sekunden. Mauro hat sich gedreht. Mauro hat sich gedreht. Mauro hat sich gedreht tatsächlich. Und damit ist Han Solo wahrscheinlich in die Führungsposition, die sich geeignet hat. Weiter. Und er muss auch nochmal an die Box. Genau, weiter Boxenstopps jetzt. Jonas übernimmt die Führung. Bottecker zieht in den roten Schlappen. Noch eine Runde länger. Freul jetzt aber. Das heißt, wir haben jetzt nur noch Bottecker, Mauro und Niekech auf dem roten Reifen. Und das Pockennüsschen auch so zeitig mit Gelb an der Box gewesen, ist jetzt schon auf rote Reifen gegangen. Oh, könnte sein, dass dann Flügelschaden war oder vielleicht auch wegen Jonas, aber vielleicht erklärt er es uns irgendwann nochmal im Siegerinterview, wenn er nachher auf Platz 3 landet. Das war das Ziel von Justin und Pocke Podest hier als klarer Underdog. So, Sporty dicht bedrängt. Bedrängt Mikkel und überholt ihn sogar vor den SS. Ich finde, der Reifen von Mike ist nicht mehr gut. Und Vico saugt sich an Bottec dran. Ah, reicht noch nicht ganz. Bottec würde jetzt wahrscheinlich in die Box abbiegen. Genauso ist es. Vico fährt durch. Ja, Bottecker, Mauro, beide in der Box. Mikkel fährt aber noch ein Ründchen. Muss er ja, weil Bottecker reingefahren ist. Und schauen wir mal, da kommt Han Solo. Wird vom Mauro rauskommen. Und so jetzt überstanden ziehen, jetzt ist er vorbei. Genau, deutlich. Justin, 3 Sekunden. Und auch Beck zieht an Mauro vorbei, genau wie Panna Skills. Also Mauro verliert die wichtige Position. Aber das Rennen ist wie gesagt noch lang, beziehungsweise das Hauptrennen kommt ja auch noch, wenn es um die großen Punkte geht. Und die ersten 5 müssen ja auch noch in die Box. Das Beck noch nicht ist nah dran an René und überholt die in die kalten Reifen des Alfa Romeos. Keine Chance zur Verteidigung. Wir haben wieder gelb. Es ist Daniel DX, meine ich. Ja, Daniel DX müsste das sein. Und Sporty jetzt auch dicht dran an Balko. Ja, 7 Zehntel rangekommen. War hier von Platz 7 weg bis Mauro Platz 10. Also die 4 an der Perlenkette hier aufgereiht. Vico jetzt auch an der Box. Und Mauro dicht dran an Panaskills und Bottecker. Mauro steht raus, um Panaskills außen zu überholen. Außenrum schafft er's. Schafft er, zieht er auch Marvin gut zurück. Und Mikech geht auf den harten Reifen. Also, das so geplant war bei Alfa Romeo. Ich weiß nicht, Pockennüsse mit der schnellsten Rennrunde. 29,454. Also, die wird aber nicht Bestand halten, glaube ich. Und Vico jetzt mitten im Pulk rausgekommen, aus der Box mit den kalten Reifen. Heu die 3 Sekunden sich jetzt abgeholt. Muss Vico alle erstmal vorbeiziehen lassen. Deswegen Vico jetzt mit den frischen Softs schon einen kleinen Vorteil, während Jonas und Balko nochmal in die Box müssen auf Plätzen 1 und 2. Also für Jonas sieht das auch bisher sehr gut aus. Jonas könnte wohl auf Platz 3 noch rauskommen nach dem Boxenstopp oder also auf Balko, 2. Genau, Balko muss auch noch in die Box, also würde Jonas du den Platz an Han Solo verlieren. Das ist jetzt ein ganz starkes Rennen von Jonas auf jeden Fall im Williams. Mauro will langsam durchs Feld durchziehen. Viele Positionen gut machen. Mauro jetzt an Bottecker daneben.
Ja, hat's noch nicht ganz gereicht. Aber Vigo auch ganz dicht wieder an Panna's Skills dran. Und Panna rutscht ein bisschen raus. Wo kommt Jonas raus? Jonas kommt jetzt aus der Box raus. Wegen Panda-Skills meine ich da ein bisschen off-track unterwegs, weil ich richtig gesehen hatte. Und ne, Balko. Ne, Balko kommt aus der Box. So. Kurz vor Orientieren wieder. Also. Jonas auf 2. Genau, Jonas auf 2. Knapp vor Beck, aber der Reifen von Beck ist halt auf Temperatur. Mal schauen, wie lange sich Jonas wehren kann, ob er sich wehren kann, bis der rote Reifen die Temperatur erreicht hat. Vigo inzwischen an Panas geht's Aber vorbei. Beck hat auch noch eine 5-Sekunden-Strafe, das darf man nicht vergessen. Das kommt noch dazu. Und Mau fliegt durchs Feld jetzt. Und Pocke mit den Und nächsten nochmal drei 3 Sekunden. Sekunden. Damit hat er schon 11 Sekunden. Jetzt gesammelt sich. Dieses Sprintrennen wird er vergessen wollen heute. Ja, definitiv. Mal schauen, wie lange Beck noch dranbleiben kann, Jonas. Jonas noch nach vorne arbeitet, gerade 5 Sekunden zu Han Solo ist ein weites Stück. 4 Runden sind noch zu fahren. Ich glaube nicht nach ganz vorne wird das was geben, aber gute Podestchancen auf jeden Fall. Und Pana jetzt auch wieder dicht an Vico dran. Baiko und Sporty auch ganz dicht beieinander. Auro zieht sich jetzt wieder ran an Beck, aber da die Kurve ist aber, die Gerade ist zu kurz für ein Manöver. Aber wenn sobald Beck aus dem DRS-Fenster rausfällt bei Jonas, was jetzt der Fall ist, Dann könnte wird Mauro Mauro attackieren. leichtes Spiel haben. Beck setzt wieder ERS wahrscheinlich ein, kommt wieder gut ran ins Und DRS-Fenster. Baiko und Sporty auch ganz dicht beieinander. Aber Sporty kriegt halt auch noch DRS von Pocke. Beck mit einem ganz schlechten Exit bei den Esses. Beide stellen halt den Flügel flach, deswegen dürfte Mauro nicht vorbeikommen. Der setzt sich trotzdem rechts daneben. Hat mehr ERS wahrscheinlich gehabt und ist an Beck vorbei. Rang 3 für Mauro. Und wird versuchen, hier den zweiten Rang zu erkämpfen, während Jonas gegen Han Solo deutlich Zeit gut macht. Also der rote Reifen läuft gerade sehr gut. Weil auch nur noch 14. hinter Sporti. Mal zum Red Bull-Piloten. Elfer Red Bull. Und dreht sich Und weg. Baiko dreht sich weg. Ah, das ist das Setup wahrscheinlich dann doch im Endeffekt. Dirty Air vielleicht zu viel gewollt, bisschen falsch eingeschlagen. Und Vico hat sich jetzt auch schön an Bottec wieder rangekämpft. Der wird es wahrscheinlich dann in der DRS-Zone versuchen, vorbeizugehen. Auf jeden Fall auch ein bisschen Energie, die er nutzen kann. Mehr als René. Der Flügel geht auf, er zieht sich ran im Windschatten. René blinkt schon beim ERS. Nee, reicht noch nicht. Und aus Backsicht können die sich ruhig ordentlich bekriegen, weil der hatte noch 5 Sekunden Strafe. Da wäre sehr viele Plätze Und verhängt. da schlägt Gelb. irgendeiner ein. Das war, glaube ich, Pocke. Pocke schlägt an, der Flügel ist ab. Pocke müsste eingeschlagen sein, ja. Flügel ist ab. Und ja, ohne Ghosting macht er alles richtig. Wartet, bis alle vorbei sind.
Einsprühen, weil ich zum Vergessen fürs Pöckchen. Ach Martin, Martin, was machst du denn? Liga 2 noch aufs Podest gefahren, jetzt tut er so, als wenn er alles verlernt hätte. Vielleicht einfach gestern zu viel F1-23 gefahren. Und, ja. Und Vico jetzt richtig dicht dran. Ja, ich gehe erstmal auf Mauro, der auch ganz nah an Jonas dran ist. Der softe Reifen, der vielleicht langsam einbricht. Starke Exos, die Mauro hier fährt. 14. Der Exit aber von Jonas besser. Und Mauro zieht sich wieder ran im Windschatten. Kurz raus angetäuscht, aber bleibt nochmal hinten. Was macht Vico dahinter? Vico bleibt Vico auch kommt einfach dahinter. Weiter, bleibt dahinter, er kommt nicht vorbei. Ja, wir haben quasi diese zwei Duelle, die wir jetzt noch in der letzten Runde haben. Jetzt geht's in die letzte Runde. Ja, Jonas knabbert weiter am Vorsprung von Han Solo, aber ich glaube nicht, dass Han Solo hier die Führung abgeben wird, fast 2 Sekunden in einer Runde zu verlieren. Da und muss schon vieles schief gehen. Und wer steht ja von Bord RK? Oh. Vico nutzt es aus und schiebt sie hin vorbei. Und, oh. Da ist er vorbei, da ist er vorbei. Kamera ist wie bescheiden hier. Und Panna dahinter, kann er noch profitieren? Und vor allem Bottecker hat kein DRS, sondern Vico war beim Messpunkt noch dahinter. Aber eine DRS-Zone kommt ja noch für die zwei. Ja, und wir gehen nach vorne auf Position 2 und 3, der kam zwischen Mauro und Jonas. Im Cockpit durch die S's von Mauro. Wirklich den besseren Exit. 3,5 Zehntel. Und jetzt fliegt er rein mit. Die Batterie wird richtig genutzt. Zieht rechts raus und problemlos geht er vorbei. Problemlos geht er auf Platz 2. Und holt sich 14 wichtige Punkte, sofern er den letzten Kurven bekommt. Und wir gehen nach vorne. Han Solo gewinnt also dieses Sprint-Qualifying. Sprintrennen, wie auch immer man es beziehen möchte. Doppelsieg für Haas. Jonas dann knapp dahinter auf Platz 3. Beck erstmal auf der 4. Position, wird aber durch noch deutlich Plätze verlieren. 7. Rang für ihn. Damit Vico auf 4, Bottega auf 5 und Panna auf 6. Sporty ist dann auf 8. Justin auf 9, Baiko auf 10, Midcash auf der 11, Subasa auf der 12, Dani DX auf der 13 und dahinter müsste dann eigentlich Heudi kommen und dann Pocke. Nee, aber doch. Die Zeitstrafen. Die Zeitstrafen. Genau. Ich glaube Pocke mit 14 Sekunden, El Gringo trudelt auch aus, auch für Heudi, Pocke und Gringo. Sehr verkorkste Rennen. Daniel DX hat dann auch einen Dreher auch weit vom Feld abgefallen. Also, El Gringo. Am Ende ist es der 16. Rang für ihn. Das verspricht auf jeden Fall Spannung fürs Rennen. Und Balko im ungewohnten Dress. Fahrer des Tages. Und ja, zur Formalität wird der Stream gleich kurz pausieren. Alle werden das Spiel neu starten, es wird eine neue Lobby gebaut. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Hier nochmal das Ergebnis. Also Doppelsieg für Haas vor Jonas. Den Rest hat der Lutti ja gerade schön vorgezählt. Brainhunter auf der 17. Position. Und somit würde ich sagen, wir sehen uns gleich, wenn der Countdown wieder läuft.